Wir haben im Grunde in Gesprächen oder eben nur aus der Erfahrung heraus festgestellt, dass es im unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen Bereich ganz viele Punkte gibt, wo der Arzt im Grunde komplett allein auf sich gestellt bleibt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Business Talk 2.0, das ist das Thema heute im neuen Business Talk Podcast. Ich spreche mit Gudrun Otto. Gudrun und ich haben jetzt das Thema Business Talk in die zweite Stufe gehoben bzw. auf ein neues Niveau gebracht, weil wir jetzt gesagt haben, wir möchten zu dem Thema Business Talk Consulting und Business Talk Podcast ein neues Thema Business Talk eröffnen. Das ist die Business Talk Academy. Wo wir damit hinwollen, was es damit auf sich hat, was ein berufsbegleitender Prozess bedeuten kann, warum ist uns das so wichtig und was tun wir da mit dieser Masterclass Business Talk und warum gibt es ein neues Logo, wo kann man das neue Business Talk Team erreichen und diese ganzen Fragen. Es gibt nämlich auch eine neue Domain mit nicht mehr businessdoc.online, sondern jetzt businessdoc.de. Das besprechen wir heute im neuen Business Talk Podcast und ja, es hat uns beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns wirklich tierisch auf die Zukunft, weil da gibt es noch ganz viel mit euch gemeinsam zu entwickeln und vor allen Dingen immer vor dem Hintergrund der richtigen und vernünftigen Patientenversorgung und der Ausrichtung des Arztes zum Unternehmer. Also freut euch drauf und wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast mit dem Titel Business Talk 2.0. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute eine wirklich sehr, sehr, sehr besondere Folge, weil es geht um das, was jetzt in Zukunft mit Business Talk passieren wird und mit der Erweiterung und so. Ich habe das ja schon mal in dem einen oder anderen Podcast angedeutet und jetzt machen wir eine Spezialfolge, eine Special-Folge. Und ich freue mich ganz besonders, heute die Gudrun bei mir im Podcast zu haben. Gudrun, herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Ja, danke, Olli. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ja, jetzt fragen sich natürlich alle, der Name ist ja schon mal ein bisschen hin und wieder mal gefallen. Ich habe ja durchaus in der einen oder anderen Folge schon mal von dir gesprochen. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wer ist Gudrun? Und was das auf sich hat, was Gudrun und ich zusammen vorhaben in der Zukunft, das besprechen wir heute und wollen euch das heute mal ein bisschen genauer vorstellen. Gudrun, sag doch zunächst mal, ich stelle dir also auch dir diese Einstiegsfrage, wer ist Gudrun Otto, was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, Gudrun Otto ist, kommt im Grunde aus hat eine lange Historie im Angestellten-Dasein, PR, Konferenzmanagement und zum Schluss schwerpunktmäßig Marketing in der Automobilindustrie, aber im regionalen Bereich. Und Gudrun Otto wollte noch mal was ganz anderes machen, hat sich daher letztes Jahr von ihrem Arbeitgeber getrennt und hatte das große Glück, im Frühjahr zusammen oder von Olli gefragt zu werden, hey, wie wär's denn, du bringst deine Kompetenzen hier in meine neuen Themen ein, die ich auch weiterentwickeln möchte. Und ich bin jemand, der immer schon einen sehr starken eigenen Antrieb hatte und Dinge vorwärts bewegen wollte. Und maßgeblich die Entscheidung, sich von meinem Arbeitgeber zu trennen, war auch davon getragen, ich möchte nochmal was ganz Neues machen, was Eigenständiges und was Sinnvolles. Und Olli, durch verschiedene Gespräche und kreative Phasen sind wir dann auf eine aus meiner Sicht absolut sinnvolle Idee gekommen, die wir jetzt in den nächsten Monaten verwirklichen wollen. Genau. Nebenbei bin ich einfach jemand, der von Sport, Gesundheit und Spaß am Leben angetrieben ist und habe einen fast 16-jährigen Sohn, der mir auch viel Spaß bringt.
Kennen wir beide uns ja schon wirklich lange. Also ich glaube, du bist die Frau neben meiner Frau, die ich am zweitlängsten kenne. Also zu der ich dann immer noch Kontakt habe und auch so regelmäßig Kontakt. Also man muss sagen, dass Gudrun und meine Frau Sonja wirklich beste Freundinnen sind seit ungefähr 30 Jahren und vielleicht 30 stimmt irgendwie so in diese Richtung. Wobei Gudrun ist noch gar nicht so alt, also beziehungsweise Gudrun ist eigentlich eher im jungen Frauenalter beziehungsweise im jungen Mädchenalter in mein Leben getreten. Von daher, wir kennen uns also auf jeden Fall schon sehr, sehr lange und haben uns letztendlich auch beruflich und persönlich immer verfolgen können miteinander und es hat sich dann wirklich einfach so ergeben, dass du ja auch ähnlich wie ich umgetrieben war von Veränderungen und überlegt habe, was kann man noch mal wirklich Neues machen. Und der Spaß, der liegt uns ja beiden irgendwie so ein bisschen auf der Seele, dass wir gesagt haben, wir wollen da noch mal was Neues machen. Habe ich dich natürlich aus einem ganz bestimmten Grund auch gefragt, weil es natürlich wichtig ist, wenn man etwas weiterentwickeln will, dass es auch weitergeht und dass man vielleicht, und das ist bei mir ganz besonders wichtig, Dinge in jemanden sucht, die man selber nicht hat. Ne? Also wo es tatsächlich um eine Planung, einen Fokus auf die Zukunft gibt, eine Struktur, die aufgebaut werden muss, weil ich bin eben jemand, ich arbeite sehr gerne mit Menschen, ich bin immer gerne draußen, ich habe immer viel zu tun mit den Menschen, ich stehe gerne auf der Bühne, ich versuche diese Dinge natürlich auch in der Planung und Umsetzung und Struktur bei den Ärzten umzusetzen, aber das heißt ja noch nicht, dass man das immer auch grundsätzlich in seinem persönlichen Umfeld auch tun kann und tun muss. Und deshalb war ich sehr froh, dass wir beide uns da gefunden haben, weil ich glaube, da ergänzt sich sehr, sehr viel. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, du wolltest was verändern. Warum wolltest du was verändern? Gab es da irgendeinen speziellen Grund? Ja, ich war nicht wirklich glücklich in dem, was ich gemacht habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann mein Potenzial nicht voll entfalten. Meine Entscheidungen wurden oft in Frage gestellt. Ich habe auch nicht die Wertschätzung erfahren, die ich mir gewünscht hätte. Und ich bin letztes Jahr auch auf einen sehr guten Coach dann gestoßen. Und die hat mich dahin gebracht, wirklich zu sagen, was willst du eigentlich machen? Und mir wurde dann klar, ich will wirklich mein eigenes Ding machen. Ich will verantwortlich sein, ich will für die Fehler, die ich mache, gerade stehen, aber ich will auch die Erfolge feiern können, so direkt im direkten 1:1. Und mir wurde klar, das geht eigentlich nur, wenn ich mein eigenes Ding mache oder mein eigenes Ding finde. Also letztendlich eine wirkliche eigene Motivation dahinter, ne? Also jetzt wusste ich das ja irgendwie, dass da irgendwas in dir schlummert und deshalb war für mich das gar nicht so weit weg, dass wir da irgendwie unsere Gedanken mal zusammenschmeißen. Trotzdem ist es natürlich nochmal wieder ein weiterer Schritt. Und auch da kann man vielleicht auch ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht immer leicht, wenn sich zwei Menschen zusammentun. Ne? Dann gibt es anfangs eine große Euphorie und mittendrin war es dann bei mir auch so, dass ich gesagt habe, Mensch, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt so in der Form? Aber trotzendlich hast du ja auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig, deine Interessen da durchgesetzt, sage ich mal, was ja auch letztendlich dazu führt, dass das, was jetzt dabei rausgekommen ist, und wir hoffen mal, wenn wir das jetzt heute hören, dass ihr auf www.businessdoc.de schon die neuen Auswüchse der Business Talk Academy, für die Gudrun ja hauptsächlich verantwortlich ist, die ganze Struktur da aufgebaut, das kannst du ja gleich nochmal eben erzählen, was da jetzt letztendlich in Zukunft auf viele, viele Mediziner wartet. Also die ganze Struktur aufgebaut, die Referenten vorbereitet auf das, was da kommen soll und so weiter. Ich will jetzt nicht dir da vorgreifen, aber das können wir vielleicht gleich nochmal erzählen. Mhm. Du hast die ganze Struktur der neuen Homepage aufgebaut mit den Texten, mit den Inhalten, mit den Fotos, die sich ja vielleicht auch nochmal ändern werden und so weiter und so weiter. Stimmt, das stimmt. Also das ist eine ganze Menge Arbeit gewesen und da war ich unglaublich dankbar, dass das jetzt so in der Form passiert ist, weil ich habe das Gefühl, ich musste jetzt einfach nur weitermachen. Also ich habe immer das gemacht, was ich vorher auch gemacht habe und von daher war das schon eine tolle Erleichterung. Ist aber vielleicht auch für alle, die zuhören, auch nochmal wichtig, dass es wichtig ist, Aufgaben zu verteilen und da vielleicht da auch eine Struktur reinzubringen. Also noch jemanden zu suchen, der so ist wie ich, hätte der ganzen Sache vielleicht gar nicht gut getan oder vielleicht genau doch, aber letztendlich glaube ich, ist immer wichtig,
dass man sich ausgleicht. Wenn wir jetzt über das Thema Business Talk und Business Talk Academy sprechen, weil Podcast bleibt, das ist ja das, was wir jetzt schon haben im Business Talk, und wir haben das Consulting, das wird ja auch bleiben, aber was macht die Business Talk Academy und wo wollen wir damit hin? Fang doch mal irgendwie da an, wo du meinst, einzusteigen. Genau. Ja, wir haben, oder vor allem du hast ja in den letzten 20 Jahren gelernt, dass die Ärzte sich, oder dass Ärzte ein sehr langes Studium haben, sehr speziell ausgerichtet und dann im Endeffekt, gerade wenn es darum geht, in die eigene Praxis zu gehen oder eben auch als Führungskraft zu arbeiten, sie im Endeffekt dort landen, dass sie sich fast 80% der Zeit mit Dingen beschäftigen, die sie gar nicht gelernt haben. Ja. Und jetzt ist es so, wenn man so lange studiert hat, also ich kann das zumindest so, so würde ich das empfinden, hat man nicht unbedingt den Drive, nochmal ein zusätzliches Studium zu machen. Es gibt viele, die das machen, aber wir haben im Grunde in Gesprächen oder eben durch aus der Erfahrung heraus festgestellt, dass es im unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen Bereich ganz viele Punkte gibt, wo der Arzt im Grunde komplett allein auf sich gestellt bleibt. Meistens kriegt er wahrscheinlich am Anfang noch eine Beratung, was das Thema Recht und Steuern anbelangt, aber viele andere wichtige Elemente werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und da kam eben die Idee auf, den Ärzten berufsbegleitend die Möglichkeit zu bieten, sich mit den wesentlichen unternehmerischen Themen auseinanderzusetzen. Und wir haben jetzt die Business Masterclass ins Leben gerufen, die für uns aber nur wirklich die Basis bildet. Und es ist immer das, was der Einzelne draus macht. Und wir wollen einfach eine Unterstützung geben, dass man sieht, die Themen liegen mir, da arbeite ich mich vielleicht ein bisschen stärker rein. Oder jetzt verstehe ich eben zum Beispiel, wie mein Rechnungswesen funktioniert, worauf ich ein stärkeres Augenmerk legen will. Aber ich lasse mir trotzdem weiterhin die entsprechende Unterstützung geben. Was würdest du sagen, ist jetzt aus deiner Sicht das wirklich Besondere an dieser Masterclass, die wir da jetzt ins Leben gerufen haben? Also wo siehst du den wirklichen Mehrwert für den Arzt? Das Entscheidende ist, dass wir ausschließlich mit Leuten zusammenarbeiten, die eine Expertise in ihrem Bereich haben. Die wissen, was den Mediziner antreibt und worum es geht. Es gibt auch Experten, ein oder zwei, die noch nicht vielleicht den so ganz engen Kontakt zum Arzt haben, der aber in dem Feld vielleicht auch nicht das Entscheidende ist, sondern wo es um grundlegende Elemente geht. Darüber hinaus werden diese ganzen Referenten und Themen eng aufeinander abgestimmt. Wir werden auch vor dem Start der ersten Business Masterclass explizit nochmal Feedback von den Teilnehmern reinholen und zu gucken, dass wir die Inhalte so ausrichten, dass da auch wirklich ein Mehrwert entsteht. Das sehe ich übrigens absolut genauso. Ich glaube auch, der Mehrwert liegt wirklich darin, dass wir die Experten, die wirklich auch mit ihrem Proof of Concept, also jetzt arbeiten, täglich mit in ihrem Thema arbeiten und bewiesen haben, dass sie das können und auch praktisch umsetzen können, dass die uns als Referenten zur Verfügung stehen und eben die Dinge dann auch beibringen können und die Dinge auf einer Seite strukturiert, aber auf der anderen Seite sehr, sehr praxisnah eben umsetzen und für die Teilnehmer dann eben auch zur Verfügung stellen. Das, finde ich, ist ein absoluter Mehrwert. Das sind ja durchaus einige dabei, die auch vielleicht aus dem Podcast schon mal den einen oder anderen oder die interessant sind, beziehungsweise die wir ausgewählt haben, weil eben das Thema für die so gut ist. Und was ich eben noch besonders finde, ist, dass es mixed ist aus dem Online und Offline, also beziehungsweise Online und Präsenz, ne? Dass wir diese beiden Phasen miteinander verbinden können. Ne? Also da gehen jetzt mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr, wenn das geht, auch wieder präsent sein dürfen aufgrund der Corona-Situation, und wir könnten eben jederzeit auch umswitchen. Ne? Also wir sind da sehr, sehr flexibel, was das angeht. Vielleicht kannst du dann auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, also wir starten im Grunde mit 7 Modulen. Davon sollen 4 in der Präsenz stattfinden, was übrigens auch durchaus reizvoll sein wird, weil wir dann noch die eine oder andere Überraschung, die wir jetzt noch nicht verraten, mit einbauen wollen. 3 Module finden online statt. Da bin ich selbst ganz überrascht. Ja, das hätte ich auch nicht vorher verraten. Genau. Ja, ja. Vielleicht bist du auch eine Überraschung, das weißt du nur noch nicht. Ach so, ja. Genau, mit einer kleinen Schleife dann. Ja, genau. Die Online-Module sollen tatsächlich in
entsprechender unterschiedlicher Anzahl von Videos zu den einzelnen Themen stattfinden. Die werden zu einem bestimmten Zeitpunkt live geschaltet und zu einem bestimmten Zeitpunkt danach wird auch nochmal ein Webinar mit dem oder den Referenten stattfinden, sodass man nochmal im Gespräch oder eben Fragen stellen kann, ob man auch die Inhalte richtig verstanden hat. Vielleicht hat man auch gerade ad hoc ein Thema in der Praxis, das man damit aufnehmen könnte. Also da unterstützen die Referenten natürlich auch. Und wir bieten tatsächlich nach jedem Modul auch noch einen sogenannten Check-up an, der zunächst mal freiwillig ist, in dem ich im Grunde dann überprüfen kann, habe ich eigentlich das verstanden? Ist das Wissen so verankert, dass ich es auch anwenden kann? Und notfalls kann man dann natürlich auch nochmal Rücksprache mit den Referenten halten. Also es sind ja wirklich maximal praxisorientierte Themen. Also entweder das Ganze soll ja auch erstmal berufsbegleitend laufen. Also ich glaube, es ist ein Zeitraum, ich habe das jetzt tatsächlich nicht so richtig im Kopf, von 6 Monaten, ne? 6 Monate innerhalb. Ja, etwas weniger. Dann die Präsenz- und Online-Module sich abwechseln, wo auch ein toller Veranstaltungsort ist, wo man sich wohlfühlt, wo man wirklich auch ein tolles Learning und miteinander auch leben kann. Sowas lebt ja auch immer auch vom Miteinander der Teilnehmer und eben miteinander auch der Referenten, die ja nicht einfach nur als Referenten da sind, sondern eben auch noch für Fragen zur Verfügung stehen während der Präsenzveranstaltung, aber eben, was ich auch immer schön finde bei diesen Veranstaltungen, ist eben der Austausch miteinander. Ne? Sollen wir mal so 2, 3 Ausblicke geben auf die Themen, die wir da besprechen wollen? Ja, im Grunde, vielleicht mein Lieblingsthema als erstes. Ich finde, der Dreh- und Angelpunkt allen menschlichen Lebens ist ja das Thema Kommunikation. Und die einen haben da eine natürliche Begabung zu, die anderen weniger. Es gibt aber wirklich so ein paar ganz schöne Tricks und Hacks, wie ich mich dort einfach verbessern kann. Oder eben auch, was eine gute Kommunikation im Arbeitsalltag, egal wo, muss man einfach sagen, ausmacht. Also so heißt eben ein Modul der Arzt als Topmanager. Und da geht es tatsächlich darum, sich mit dem Thema Kommunikation und Führungsstile auseinanderzusetzen. Eines meiner Lieblingsmodule wird bestimmt das ganze Thema Praxisplanung und das ja von dir angeboten werden wird. War das die Überraschung jetzt? Ja? Nee, das wolltest du wissen. Also leider im ersten Gang online, aber die Idee ist ja auch, dass wir zwischendurch bei den Modulen einfach mal tauschen. Weil ich glaube, dass du neben diesen harten Facts ganz viele tolle zusätzliche Hacks mit einbringst, die eben die Persönlichkeitsentwicklung, die ja oder die Persönlichkeit selber oder grundlegende Entscheidungen, die jetzt mal unabhängig von Zahlen, Daten, Fakten sind, mit in die Thematik einbringst. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Unsere Referenten zum Thema Recht und Steuern habe ich ja letzte Woche in Münster, zwar in einem Streaming-Event, aber doch auf der Bühne mal erleben können. Ich war hellauf begeistert und freue mich schon total. Also das werden 2 richtig tolle Tage. Da wird das Thema Steuern dem einen oder anderen plötzlich Spaß machen. Das Thema Recht auch. Genau, gebe ich dir total recht. Das ist ja unheimlich abhängig immer von dem, der referiert. Ne? Also ob du Recht und gerade auch Steuern, das kann ja unglaublich langweilig werden. Ne? Das kann man natürlich auch, wenn du einen guten Referenten hast, der vor allen Dingen auch selber begeistert ist von seinem Thema. Jetzt nicht von sich unbedingt, wobei das bei den beiden wahrscheinlich auch zutrifft, aber nicht. Ne? Und wenn das Thema dann auch gut referiert wird und dann eine Leidenschaft für das Thema Steuern alleine da ist, und das haben wir ja dann tatsächlich auch gesehen, dann macht so ein Tag tatsächlich auch wirklich Spaß. Ne? Da hast du absolut recht. Ja, dann geht es natürlich um eines der wichtigsten Themen, glaube ich. Das ist einfach die Chancen der Digitalisierung. Was brauche ich, was muss ich, was darf ich? Natürlich das Thema Marketing, ein Topmann für den Bereich Rechnungswesen. Habe ich jetzt alle. Ich glaube, Personal haben wir eine Personalorganisation. Und so, genau, Praxisorganisation auch. Jemand, der sich da sehr engagiert und eben, da macht man noch ein bisschen, da geht dann noch mal ein bisschen das Thema Personal in diesem Modul, wird damit integriert. Ja, genau. Also das sind dann immer 2 bzw. 3 Tage teilweise, ne? Und dann mit Übernachtung bei den Präsenzveranstaltungen und eben bei den Online. Wir haben es tatsächlich ein bisschen an dem Praxisalltag des Arztes angepasst. Das heißt, wir starten Freitag
am frühen Nachmittag in der Regel. Und es geht dann bis Samstagabend. Mhm. Intention dabei ist, dass man vielleicht freitags auch noch die Chance hat, in der Praxis zu sein, wenn man nicht so weit vom Veranstaltungsort entfernt wohnt. Und natürlich Samstagabends auf jeden Fall noch nach Hause kommt, um einfach auch am Sonntag, den Sonntag mit seiner Familie verbringen zu können. Übrigens auch Aspekte, die überall mit einfließen sollen, ist dieses, es geht nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, es geht auch um das Drumherum und was wichtig ist, wann gönne ich mir Pausen, auf wen muss ich eben auch achten, in erster Linie natürlich auf mich selbst mhm. und mein Umfeld. Absolut. Also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, 6 Monate, 2 Tage, also 2 wirklich ausgefüllte Tage mit tollen Referenten, die sich ja auch teilweise die beiden Tage teilen oder die sich abwechseln, also viel Interaktion auch möglich machen, dann, wenn ich jetzt Fragen hätte danach, also was ist dann danach? Kann ich das vertiefen? Gibt es da schon irgendeine Planung? Ideen gibt es sowieso ganz viele. es ist tatsächlich die Vision, dass wir sagen, die Business Masterclass bildet sozusagen das Grundgerüst, auf dem später alles aufbaut. Wenn ich während der Business Class mir überlege, ich möchte eigentlich stärker im Bereich Praxisorganisation oder vielleicht die Kommunikation ausbauen, ist tatsächlich die Idee, diese Module nochmal vertieft mit dann 2 bis 3 Tages-Workshops in kleinen Gruppen zusätzlich anzubieten. Natürlich mit aufbauenden Inhalten. Ja. Genau. Wir haben auch, Also es sind auch schon 2, 3 Themen in der Schublade. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie sich die nächsten 2 Monate entwickeln. Dann werden wir entsprechend schnell weitere Angebote dazu. Ja, genau. Ich wollte gerade noch sagen, wir haben auch mal darüber nachgedacht, weil wir auch gesagt haben, die Medizin wird weiblicher, ne? Ob man irgendwann mal vielleicht in die Richtung reines Frauenseminar geht, aber das ist jetzt erstmal vielleicht tatsächlich ein Ausblick in die Zukunft. Ab wann geht es denn los? Also ich frage das jetzt nicht nur, weil ich es tatsächlich nicht weiß, sondern weil ich natürlich das Mikro auch hier besprechen möchte und Ihnen oder euch die Möglichkeit geben möchte, im Nachhinein natürlich auch Fragen zu stellen über unsere neue E-Mail-Adresse, die ich gleich noch durchgeben werde, oder vielleicht auch schon mal die ersten Unterlagen abzufragen und. Also das wird im Laufe der Zeit natürlich alles mehr. Ich frage das aber auch deshalb, weil Gudrun ja tatsächlich vieles vorbereitet hat und ich immer nur teilweise involviert gewesen bin. Das muss man tatsächlich auch so sagen. Und deshalb ist es für mich teilweise jetzt nicht neu, aber es ist eben auch ein Austausch, der wo die Frage tatsächlich berechtigt ist. Ja, kann ich nicht anders sagen. Genau, ja. Also im Grunde startet es damit, dass unsere Seite am Mittwoch live geht oder heute, je nachdem, wann wir den Podcast senden. Wir haben zu Beginn ein Startangebot, einen Preis, wo wir sagen, das ist es auf jeden Fall wert aus unserer Sicht, aber es ist wirklich noch ein Startangebot. Das Ganze soll im Februar starten, am 19. und 20. Februar. Wir haben ein ganz tolles Hotel in der Nähe von Münster ausgesucht, wo wir uns dann hoffentlich treffen können. Und für alle, die besonders schnell sind, wir schicken auch noch einmal ein Mailing an alle deine Zuhörer, an deine Newsletter-Empfänger, haben wir noch mal so ein kleines Goodie, wenn man sich bis Mitte Dezember, 20.12. anmeldet, wird es nochmal so ein on top gehen. Genau. Also es sind ja wirklich auch Referenten dabei, die teilweise von weit her kommen, also weit her jetzt nicht im Sinne von 20 Kilometer fahren, sondern die aufgrund ihres Wohnorts hat tatsächlich weit anreisen müssen, die aber für uns einfach so wichtig sind in dem Kontext, dass wir gesagt haben, wir brauchen die auf jeden Fall dabei, wir wollen die auch dabei haben. Also neben Experten aus dem Bereich Digitalisierung oder auch im Bereich der Marketing und Management, Kommunikation oder auch bei dem Thema Digitalisierung. Also da gibt es ja viele, viele wirklich super interessante Leute, die von denen man wirklich richtig viel lernen kann. Gerade das Thema, ich habe es gerade jetzt schon gesagt, die Digitalisierung, da sind es ja auch Referenten, die aus der Praxis heraus wirklich richtig viel und tolle Sachen entwickelt haben und die wirklich auch mit ihren Startups, wie auch immer, wie man die jetzt benennen soll,
also richtig, richtig gute, nicht nur Ergebnisse haben, sondern auch wirklich richtig gute praktische Erfolge auch nachweisen können. Ich glaube, die mal als Referent zu haben und auch fragen zu können und mit denen gemeinsam durch so einen Prozess zu gehen, das ist einfach super spannend. Ich freue mich da selber total drauf. Natürlich gucken, dass wir sind ja wahrscheinlich sowieso bei vielen das erste Mal sowieso immer mit dabei. Ja, ja. Aber ich finde das einfach super spannend zu sehen. Du hast auch schon die kaufmännische Seite der Praxisführung angesprochen. Da bin ich selber immer ganz begeistert davon, wie viel Spaß Rechnungswesen plötzlich machen kann, wenn man das Thema verstanden hat. Ja, also auch das ist ja wirklich wo man jemanden hat, der Leidenschaft für dieses Thema entwickelt hat. Mhm. Also das finde ich echt richtig cool. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und deshalb finde ich es auch gut, dass du die Angebote nochmal ansprichst, weil man sich einfach frühzeitig dann jetzt auch einen Platz sichern kann. Ne? Weil es ist ja auch zunächst mal begrenzt auf eine gewisse Anzahl von Teilnehmern. Ne? Also wir gehen jetzt erstmal von 15 Teilnehmern aus. Sobald wir sehen, dass die Nachfrage da ist, werden wir natürlich den zweiten Durchlauf planen. Zukünftig sind 2 bis maximal 4 Durchläufe pro Jahr geplant. Und ich sage mal, also 15 bis maximal 20 Teilnehmer, wobei 20 schon so eine Obergrenze ist, sind möglich. Was ich noch mal sagen möchte, es ist natürlich so, das Ganze ist ja zum Glück nicht in Stein gemeißelt. Und es wird sich weiterentwickeln. Das heißt auch jetzt, wir haben tolle Referenten, die ihre Themen mit Spaß und Überzeugung und ganz bestimmt richtig an die Ärztin, den Arzt bringen werden. Und trotzdem kann es durchaus sein, dass wir in den nächsten Monaten auch nochmal den einen oder anderen hinzugewinnen, dass wir irgendwas sehen, wo wir sagen, okay, das steht jetzt vielleicht noch nicht im Programm, aber da wird sicherlich noch das ein oder andere passieren. Also das ist noch, das wird sich immer entwickeln. Ja, finde ich auch total wichtig, weil letztendlich es ändert sich so viel an diesem ganzen Markt. Ne? Also nicht nur im medizinischen Bereich, im Gesundheitsmarkt, sondern auch überhaupt in der Szene Digitalisierung und auch im Thema von Führung zum Beispiel und Managementplanung. Und wenn wir das dann auf die Praxis runterbrechen beziehungsweise auf eine Branche spezialisieren, dann ist es natürlich genauso wichtig, dass wir da am Zahn der Zeit bleiben und auch mit den Experten in die Zukunft gucken. Ne? Also finde ich auch. Deshalb ist wichtig, dass wir flexibel sind und das und so sind aber auch unsere Teilnehmer bzw. unsere Referenten aufgestellt, dass die das auch wissen und vor allen Dingen auch immer schon so ein bisschen den Blick von morgen ansetzen. Ne? Und wenn es eben da neue Menschen gibt, die uns da unterstützen können für die gute Sache, also für den Aufbau und Ausbau der Praxis, finde ich das wirklich einen riesen Mehrwert. Also jetzt hast du gerade gesagt, Special-Angebot bis Ende Dezember. Gibt es da schon was Konkretes, was wir heute schon sagen können? Also ich sag mal, jeder, der Interesse hat, kann sich gerne melden und der bekommt einen Code und kriegt dann nochmal einen Special-Rabatt auf unser Startangebot. Okay, das finde ich super. Also dann kann er vielleicht jetzt auch, wir werden das ja das ein oder andere jetzt auch nochmal im Podcast bringen und auch nochmal ansprechen. Vielleicht je konkreter es wird, dann auch den Start immer mal wieder konkret benennen, wann es dann wirklich losgeht. Aber das finde ich eine sehr schöne Idee. Das machen wir jetzt einfach, dass wir sagen, wer sich jetzt meldet, der kriegt vielleicht auf den Rabatt, den wir sowieso haben, nochmal irgendwas Spezielles obendrauf. Lassen wir uns irgendwas einfallen. Genau. Jetzt ist ja das Thema Akademie, also Academy, Business Doc Academy, ein Teil, du hast vorhin schon nochmal angesprochen, Startup-Praxis ist ja auch so ein bisschen etwas, was aus diesem ganzen Thema heraus entstanden ist. Wir hatten jetzt die Online-Veranstaltung in der letzten Woche. Kannst du dir vorstellen, dass auch Startup-Praxis weiter wächst und größer wird? Auf jeden Fall. Also ich war total begeistert von der Veranstaltung letzte Woche und auch mit denen, mit denen ich im Nachgang gesprochen habe. Das habt ihr, da muss man echt euch nochmal ein großes Lob aussprechen, weil das sind ja nun hauptsächlich Björn Papendorf und du, haben das irgendwie innerhalb von 3 Wochen mal eben von Präsenz ins Internet gesetzt. Ganz große Klasse. Und da hat man auch schon gemerkt, welche Qualität der Referenten es gibt. Ja. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das nächstes Jahr gemeinsam als Präsenzveranstaltung mit 250 Teilnehmern durchführen könnten und auch ein ordentliches
ja, einen wunderbaren Austausch, eine Business Lounge im Nachgang schaffen könnten, dass man da sein Netzwerk ausbauen und erweitern kann. Ja, das finde ich auch toll. Also das, das sehe ich eigentlich auch immer so, wenn ich an diese Veranstaltung denke, dass wir eben nicht nur ein schönes Learning bringen und liefern können und eine gute Referenten haben, sondern dass wir uns hinterher auch nicht uns feiern, sondern mit den Teilnehmern und mit den Referenten zusammensitzen und uns austauschen und in einer schönen Atmosphäre eben vielleicht auch ein paar neue Ideen entwickeln. Und ich glaube, das geht hauptsächlich dann, wenn es irgendwie präsent wird. Auch wenn das dieses Jahr, gebe ich dir recht, total gut geklappt hat, weil wir einfach ein tolles Team da um uns rum hatten, die super mit der Technik umgegangen sind. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, wir hatten über 550 Zugriffe auf die Seite, 183 Leute, die eben dauerhaft da präsent waren. Sieht man auch im YouTube-Channel, wenn man da reinguckt. Also schon irgendwie eine coole Sache. Wahnsinn. Und ich meine, auch der Gerd Wirz als Moderator, ne, es war irgendwie eine Riesenstütze, der das Ganze dann gelenkt hat. Und also fand ich richtig, richtig gut. Ja, finde ich auch, sollten wir darauf aufbauen und das nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr dann auf jeden Fall weitermachen und würde mich wirklich freuen, wenn wir das auch irgendwie in unsere Business-Talk-Planung mit einbeziehen können. Ja, Gudrun, ich glaube, dann haben wir doch schon einen schönen Überblick gegeben über das, was wir da jetzt in Zukunft machen werden. Ich hoffe, also wenn es Fragen gibt, einfach an otto@businessdoc.de schicken oder gerne auch an dich. Genau, also das ist natürlich jetzt, wir haben da nicht viel geändert, aber eine entscheidende Sache geändert. Also vom Business Talk Online ist jetzt businessdoc.de. Wir machen natürlich noch eine Umleitung für alle die jetzt vielleicht auch noch die alte E-Mail-Adresse haben. Das wird aber irgendwann nach einer Zeit nicht mehr möglich sein, sondern für alle ist jetzt wichtig. Also ab wenn dieser Podcast zu hören ist, gilt die Adresse www.businessdoc.de beziehungsweise dann auch die E-Mail-Adresse mit otto@businessdoc.de, neumann@businessdoc.de. Gibt es auch eine Info-Ad? Ja, ne? Es wird sowieso noch ein paar andere Adressen geben, die wir da einbauen müssen. Also es wird natürlich auch businessdoc-academy.de. Es gibt ja auch auf der Seite auch einen Newsletter-Bereich, ne? Auch einen Fragen-Bereich, wo man sich einfach eintragen kann und wo man dann. Es gibt Newsletter, es gibt Kontakt, man hat auch die Möglichkeit, sich ein paar Top-Hacks senden zu lassen, die wir jetzt mit unseren Referenten erarbeitet haben. Oder auch ein tolles White Paper von Olli selber zum Thema Erfolgsfaktoren für die Praxis. Aber das gibt es dann tatsächlich nur auf der Webseite. Auch die entsprechende Anforderung. Genau. Also guckt euch die Seite mal an. Ich bin, also auch wenn man das ja nicht sagen darf von sich selber, bin echt begeistert. Jetzt habe ich nicht so viel dazu beigetragen, außer ein paar Texten vielleicht. Aber ansonsten, die Seite ist einfach spitze geworden. Ich finde es wirklich richtig, richtig schön, muss ich jetzt einfach mal sagen. Also gehören ja auch viele Menschen wieder dazu, die sich da Mühe gegeben haben. Ne? Also wir hatten eine tolle Begleitung auch und haben sich wirklich viele Leute Mühe gegeben. Wir haben ja auch ein neues Logo, das jetzt überall auftauchen wird mit den unterschiedlichen Bereichen. Also für das allgemeine Logo über die Academy mit dem Podcast oder mit Consulting. Mhm. Und das soll ja alles irgendwie ineinander übergehen. Und irgendwie ist das wirklich schön zu sehen und gut ausgerichtet für die Zukunft. Ja gut, und ich freue mich drauf. Ja. Schön, dass wir heute Morgen mal ein bisschen plaudern konnten darüber. Und willst du noch was sagen zum Abschluss? Ich finde, das alles ist ein riesenspannendes Projekt und ich freue mich auf ganz viele Fragen und Anregungen und hoffe, dass wir jetzt mit der Business Talk Academy ganz toll durchstarten können. Ja, ich bin da sicher, dass das passieren wird. Also, für alle, die heute dabei waren, bleibt unternehmerisch eine schöne Woche und in der nächsten Woche gibt es eine spannende neue Podcast-Folge im Business Talk Podcast. Bis dahin. Schöne Woche, Gudrun. Tschüss. Dir auch, Ali. Ciao, ciao.